Hallo, ich habe heute eine Rezension für euch. Und zwar Der König der Tiere, Geschichten und Glossen von Jürgen von der Lippe. Das Ganze ist als Hardcover im Knaus Verlag erschienen, hat 223 Seiten. Unterm Schutzumschlag ist das Ganze in einem wunderschönen Petrolton gehalten. Das ganze Buch beinhaltet über 60 Glossen oder halt auch Geschichten. Eine davon, was man erst innen drin im Buch liest, hat sich eingeschlichen und zwar von Thorsten Sträter. Und ich muss sagen, ich konnte nicht herausfinden, welche die von Thorsten Sträter ist. Es gibt dazu sogar auf der Facebook-Seite von Jürgen von der Lippe ein kleines Rätsel. Ich habe aber jetzt auch aktuell noch nicht nachgeschaut, ob das Rätsel schon gelöst wurde. Prinzipiell lässt sich über dieses Buch sagen, dass es halt eben kurze Geschichten und Glossen sind, meistens über 1 bis 3 Seiten mit der typischen humorvollen und teilweise auch subtil humorvollen Art von Jürgen von der Lippe wird hier über alles Mögliche gesprochen. Größtenteils bezieht es sich aber auf Zwischenmenschlichkeit und hierbei vor allen Dingen auf Zwischenmenschlichkeit zwischen Mann und Frau. Ich persönlich fand das Buch sehr gelungen. Es gab viele Geschichten, bei denen ich sehr laut gelacht habe. Es gab halt natürlich, wie das bei über 60 Stück sicherlich normal ist, auch die eine oder andere Geschichte, die ich jetzt nicht so lustig fand oder auch nicht so unterhaltsam. Das ist aber, glaube ich, normal bei solchen Kurzgeschichten oder Glossensammlungen, wie es halt eben hier eine ist. Ich muss aber auch sagen, dass ich finde, dass es kein Buch ist, was man super am Stück lesen kann, sondern ich bezeichne solche Bücher immer gerne als Klobuch. Das heißt, man liest immer mal so 1 oder 2 Geschichten am Stück und dann legt man es wieder weg und 1 oder 2 Tage später liest man die nächsten 2 Stück. Es ist super geeignet, um sich gegenseitig vorzulesen, wenn man denn den Humor von Jürgen von der Lippe mag. Und da sind wir schon bei dem Punkt, der am, ich möchte mal sagen, kontroversesten ist. Wenn man den Humor von Jürgen von der Lippe nicht mag, dann braucht man sich das Buch nicht kaufen. Es hat halt wirklich diesen typischen Humor von ihm, wie man ihn aus seinen Sendungen, aus seinen Programmen, aus seinen Interviews und so kennt. Es ist halt einfach Jürgen von der Lippe. Und wenn man damit nichts anfangen kann, kann man auch mit dem Buch nichts anfangen. Für Leute, die aber ihn sehr humorvoll und sehr lustig finden, kann ich das Buch wirklich nur empfehlen. Auch sehr gut als Geschenk an Leute, die vielleicht nicht so viel lesen, weil es wirklich immer sehr kurze Geschichten sind und man wirklich locker mal eine Geschichte lesen kann und es dann wieder zur Seite legen kann, dann irgendwann mal die nächste Geschichte lesen kann. Oder auch super, wenn man in der Bahn liest und da halt nicht eine so lange Fahrt hat. Auch dafür, denke ich, eignet sich dieses Buch in seiner Kurzheit der einzelnen Kapitelgeschichten sehr, sehr gut. Ich möchte euch einen ganz, ganz kurzen Auszug vorlesen, einfach damit ihr so ein kleines, grobes Gespür für den Humor des Buches habt. Der Probeleger. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Danke, ich schaue mich nur um. Aber wir sind ein Beerdigungsinstitut. Ich weiß, mir wäre ein C&A auch lieber gewesen, aber Sie sind nun mal das einzige Geschäft in der Straße, in dem ich mich umschauen kann. Verzeihen Sie, aber ich finde es einigermaßen irritierend, wenn sich jemand ohne irgendeinen konkreten Anlass in einem Beerdigungsinstitut umschaut. Es wäre Ihnen also lieber, wenn meine Frau gestorben wäre. Nein, selbstverständlich nicht. Oder mein Kind. Wie können Sie so etwas annehmen? Dann sind wir uns ja einig. Ich bin auch froh, dass meine Frau noch lebt. Und ein Kind haben wir nicht. Das tut mir leid. Muss es nicht. Wir wollen keins. Es hat nicht in unsere gemeinsame Lebensplanung gepasst. Präziser formuliert, in meine. Verstehe. Wieso das denn? Das können Sie doch gar nicht verstehen. Sie kennen mich doch gar nicht. Natürlich nicht. Ja, die Geschichte geht natürlich noch weiter. Das mal so als ein kleines Beispiel. Mir hat, wie gesagt, das Buch insgesamt sehr gut gefallen. Ich fand es wirklich sehr, sehr schön zum Zwischendurch immer mal lesen. Fand es sehr lustig, sehr humorvoll teilweise, teilweise halt auch nicht. Und habe mich dementsprechend dazu entschlossen, dem Buch eine Bewertung von 3,5 Sternen zu geben, weil ich finde, das ist ein guter Durchschnitt für ein Buch, was einem stellenweise nicht gut gefällt und einem stellenweise sehr gut gefällt. Mögt ihr Jürgen von der Lippe oder ist das überhaupt nicht euer Ding? Habt ihr schon mal ein Buch von ihm gelesen? Bei mir war das jetzt das allererste Buch, was ich von ihm gelesen habe. Schreibt es mir gerne in die Kommentare und ansonsten sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Und bis dahin, tschüss!